Für die Detailplanung eignet sich natürlich die Tagesansicht des OneNote Masterclass Planers. Du kannst hier so wie in allen Seiten natürlich die Navigation auf der linken Seite verwenden, aber auch die einzelnen Vor- und Zurückpfeile, um hier zwischen den einzelnen Seiten zu navigieren. Sehr praktisch, so erhältst du natürlich sofort einen direkten Zugriff auf deine jeweilige Tagesplanung. Ja, die Tagesübersicht besteht eben aus dieser Navigationsleiste links außen. Dann hast du hier ein 24-Stunden-Tabellenformat, wo du deine Termine eintragen kannst. In der Mitte gibt es noch ein paar Spezialtabellen, dazu gleich. Und rechts außen hast du hier die Möglichkeit, mit den im Hintergrund gesetzten Vorlagen da deine Notizen sauber zum Tag zu verfassen. Natürlich könntest du sofort mit einem stiftbasierten Gerät, also deinem iPad, Surface oder etwas anderes, deine Termine hier per Stift eintragen. Es geht natürlich aber auch hier mit Tastatur. Also wenn ich hier zum Beispiel Video schneiden eintrage, dann ist das absolut kein Problem, dass es in deiner Tagesansicht dargestellt wird. Interessant ist hier vielleicht, und das ist der Grund, wieso Tabellen verwendet werden, dass man natürlich auch mehrere Zeilen hier einfügen kann und dann verschiebt sich das Ganze nach unten. Das hat eben den riesengroßen Vorteil im Gegensatz zu PDF-Planer, dass du hier auch wirklich mehrzeilige Dinge zum Beispiel um 10.30 Uhr hier eintragen kannst. Natürlich kannst du hier auch wieder mit verschiedenen Stickern und anderen Inhalten in OneNote arbeiten. Also ist überhaupt kein Problem, dass du hier zum Beispiel auch Dateien und Bilder und vieles andere direkt in die Tagesansicht deines OneNote Masterclass Planers einfügst. Die Tabellenansicht eignet sich natürlich auch ideal wieder, um zum Beispiel mit Hintergrundfarben zu arbeiten. Das heißt, wenn ich kurz hier rausgehe aus der Ansicht, kann ich unter Tabellenfarbe zum Beispiel eine Schattierung auswählen. Machen wir das Ganze zum Beispiel grün und dann hast du auch noch optisch eine Möglichkeit, hier zum Beispiel Time-Blöcke da irgendwie einzufärben und damit das Ganze auch optisch noch hervorzuheben. Ja, und diese Idee ist auch hinter diesen Farbblöcken dann in der mittleren Spalte. Das heißt, du kannst hier zum Beispiel noch ein paar Dinge hinzufügen und das ist eben schon die Tabelle voreingefärbt. Somit kannst du hier farbige Blöcke dann für deine Notizen oder andere Erinnerungen verwenden. Und das Ganze ist hier so gebaut, dass es eben hier genau mit drei Spalten aufgebaut ist. Und diese drei Spalten findet man hier auch in dieser Tagesübersicht. Und deswegen kann man hier wieder mit diesem Fünfeck diese dreispaltige Sache dann ganz einfach in die Tagesübersicht übernehmen. Und das erlaubt dann natürlich wieder erweiterte Funktionalitäten und Zeitblöcke in deiner Tagesansicht da darzustellen. Dieser mittlere Bereich eignet sich also ideal für Notizen und andere Dinge, die du auf einen Blick an diesem Tag haben möchtest. Du kannst es eben hier belassen in dem mittleren Bereich oder eben auch einfach diese Notiz dann schnappen und in die jeweilige Tagesansicht dann einpflegen. Diese vordefinierten Kategorien sind OneNote-Kategorien, Tags. Und damit kann man natürlich auch noch ein paar To-Do-Listen oder wichtige Dinge dann auch schön darstellen. Es ist alles, wie gesagt, in dieser dreispaltigen Ansicht. Das heißt, du kannst es entweder hier lassen oder dann eben auch wieder in die Tagesansicht hinzufügen. In der Mitte gibt es dann auch noch ein graues Textfeld. Da kannst du dann längere Notizen verfassen. Ist auch wieder nichts anderes als eine Tabellenzelle. Und damit kannst du entweder mit Tastatur oder auch natürlich mit Stifteingabe deine Notizen da verfassen. Hat es den Sinn, dass du wirklich alles auf einen Blick dann beisammen hast? Genauso geht es auch hier auf der rechten Seite, also in der letzten Spalte. Da gibt es aber noch vielleicht ein paar andere Ideen, wie du diese Hintergrundbilder, das sind nichts anderes als Karo und linierte Bilder, die da eingefügt worden sind, aber ich möchte auch dir noch ein paar Ideen zeigen, wie du das verwenden kannst. Eine Idee wäre zum Beispiel, dass du dieses Karo-Feld für persönliches Tracking verwendest. Ich habe hier ein paar Icons eingefügt und zum Beispiel hier mache ich noch eine senkrechte Linie und somit könnte ich hier beispielsweise auch meinen Schlaf, Kaffeekonsum oder etwas anderes tracken. Da eignet sich jetzt natürlich wieder andere Icons oder der Einfachheit halber zum Beispiel auch hier diese Stifte und ich könnte da zum Beispiel sagen, okay, ich möchte hier meinen Schlafdauer mitprotokollieren oder wie gesagt den Kaffeekonsum pro Tag oder etwas anderes wie zum Beispiel das gesunde Wasser trinken und ein paar andere Dinge. Gerade mit Sticker und Emojis sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt und du kannst hier dich wirklich austoben, um zum Beispiel einen
Tagestracker da zu verwirklichen. Ich verweise an der Stelle natürlich an den eingebauten Live-Tracker, den ich da im OneNote Masterclass Planner zur Verfügung gestellt habe. Das heißt, hier kannst du natürlich auch alles Mögliche eintragen und tracken und damit deine Tagesübersicht noch ergänzen. Wenn du dir aber so etwas zurechtlegst in der Tagesansicht, dann empfehle ich dir natürlich, das Ganze sauber zu kopieren auf die anderen Seiten. Ist zwar etwas mühsam, geht aber genauso, dass man dann wirklich immer mit demselben da weiterarbeiten kann. Ein kleiner Tipp, man kann das Ganze auch an den Raster ausrichten lassen und dann passt das Ganze wirklich so, dass du immer jeden Tag deine Sachen dir eintragen kannst. Dieser Zeichenbereich steht dir natürlich frei zur Verfügung und gerade aufgrund der Karo-Einteilung kannst du ihn zum Beispiel für Diagramme oder auch für alle anderen möglichen Zeichnungen hier verwenden. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt und ich bin schon gespannt, was du hier produzierst in deinem OneNote Masterclass Planner. Vielleicht magst du ja deinen OneNote Masterclass Planner als Tagebuch verwenden und schreibst so deine Gedanken nieder in dieser Tagesübersicht. Hier noch ein weiterer Tipp zur Tagesansicht im OneNote Masterclass Planner. Gerade wenn du mit regelmäßigen Terminen arbeitest, beziehungsweise wenn sich wöchentlich Termine wiederholen, dann empfehle ich dir, dass du das einmal hier vorbereitest. Ich habe hier zum Beispiel den Donnerstag schon durchstrukturiert und dann kannst du natürlich das sofort auf alle anderen Donnerstage kopieren. Da empfehle ich dir wirklich ganz einfach, diese gesamte Tagesansicht zu nehmen und mit einen Befehl zu kopieren und dann eben auf die anderen Donnerstage zu übertragen. Das heißt, hier springe ich zum nächsten Tag und füge das Ganze sofort wieder ein und man sieht, hier wird wirklich genau der gleiche Tag, die gleiche Tagesübersicht dann übernommen und so kann ich das dann für jeden einzelnen Donnerstag vielleicht einmal kurz durchführen im Semester, wenn es da zum Beispiel um Schultermine und so weiter geht und sei es jetzt, ich navigiere wieder in der OneNote-Welt oder mit dem Navigator hier im Kalendarium praktisch und habe dann immer auch sofort alle Termine hier eingetragen, genau an diesem Wochentag und braucht es nicht immer einzeln dann nachtragen. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit einzelnen Terminen. Das heißt, ich werde mir diesen einzelnen Termin da jetzt mal kurz rauskopieren, auf den nächsten Tag wechseln und dann hier um 11 Uhr eintragen. Ich markiere wieder die gleiche Anzahl an Zeilen und Spalten und schon ist der Termin hier am morgigen Tag eingetragen. Du siehst, dass ich hier auch wieder mit internen Links gearbeitet habe. Das heißt, ich habe hier sofort die Möglichkeit, auf die betroffene Person zu wechseln, auf die Seite dieser Person mit allen ihren Informationen oder hier auch zu den Besprechungsnotizen, zu meiner Besprechung. Das Ganze geht in OneNote, wie gesagt, sehr einfach. Ich brauche hier einfach mit den eckigen Klammern arbeiten und kann sagen, okay, ich brauche noch eine neue Notizseite und schon wird mir hier eine neue Seite erstellt. Mit einem Klick kann ich die dann auch sofort wieder verwenden. In der Übersicht ist also hier auch eine neue Notizseite erstellt worden. Ich verschiebe mir die vielleicht hier auch gleich wieder zum jeweiligen Tag. Auch hier noch der kleine Hinweis, man kann natürlich im OneNote Masterclass Planner auch diese Seite einziehen. Das heißt, wenn ich das Ganze hier als Unterseite verwende, dann ist es auch wirklich zu diesem einen Tag da noch schön gruppiert und ich komme dann immer sofort zu weiteren Informationen, die ich vielleicht für einen einzelnen Termin noch brauche. Die größten Vorteile des OneNote Masterclass Planners sind ganz einfach die, dass du hier nicht wie bei einem PDF-Planner beschränkt bist, sondern wenn du einen neuen Termin hast, kannst du hier sofort neuen Platz schaffen und je nachdem, was du hier brauchst, am Platz den ganz einfach einfügen. Du kannst weiters natürlich auch alle Funktionalitäten von OneNote verwenden. Nur ein kleiner Hinweis, dir liegt die Welt offen. Du kannst hier natürlich zeichnen, du kannst verschiedene Bilder, Dateien, aber auch Audioaufnahmen einfügen. Direkt auch Besprechungsdetails von Outlook da reinbekommen und nicht zu vergessen, der OneNote Masterclass Planner ist natürlich eine unendlich große Spielwiese. Das heißt, wenn einmal diese Vorlage nicht ausreicht, dann kannst du ohne Probleme rauszoomen und du hast dann ganz viel mehr Platz noch, ohne wieder eine neue Seite zu machen und alles ist an diesem einen Tag dann gebunden und so kannst du wirklich das meiste aus deiner Tagesübersicht des OneNote Masterclass Planners herausholen.